Da bin ich wieder. Hallo, ich grüße euch. Weber des guten Geschmacks, Einsteiger, Neuankömmlinge auf meinem Kanal, Bastelfreunde durch und durch. Ich begrüße euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meinen Worten zuzuhören. Und es dreht sich um die Ego Ayo Pro C. Mit ganz wichtigen Hinweise. Ganz besonders für die Einsteiger unter euch, die viele, viele Fehler machen und schimpfen, ewig brennt der Keul durch, die schmeckt verbrannt und. Und da bin ich nun mal ganz schnell dabei, um da so ein wenig zu erklären. Wichtig ist dabei immer der Keul. Also das Element, das dafür sorgt, dass Draht sich erwärmt und feuchte Watte durch Liquid verdampft. So, und dazu würde ich sagen, schalten wir um in die andere Perspektive. So, ihr seht da die Ego Ayo. Akku ist schon eingeschraubt, ist auch schon an. So, und jetzt zeige ich euch den Fehler, der sehr oft gemacht wird. Gerade bei den Neuansteigern. So, das ist jetzt ganz schwer hier hinzukriegen. Ich versuche da mal die zweite Kamera einzuschalten. Die habe ich nämlich von der Seite. Na, wo ist denn jetzt die Kamera? Ja, das ist jetzt der berühmte Vorführeffekt. So. So, dann gehen wir hier mal rüber. So, die wollte ich nicht haben. So, da sieht man das, glaube ich, besser. So, ihr seht, wo der Liquidstand ist. Der ist also jetzt sehr gering. Und wenn man jetzt dampft, solange man so dampft, kann nichts passieren. Wenn man jetzt aber so dampft, ich feuer jetzt nicht, dann passiert Folgendes. Ich feuer jetzt mal. Immer nur ganz kurz. So, ihr seht es. Je weniger jetzt hier drin im Tank ist, je weniger, und wenn ihr die Waage recht haltet, passiert Folgendes. So, dazu schalte ich die Kamera mal wieder weg.
Ich hole den Keul mal raus. So, und jetzt zeige ich euch das. So, da. Na. Einmal da das Löchlein und auf der anderen Seite das Löchlein. Da geht das Liquid durch, um die Watte zu benetzen. So, haltet jetzt mal die Öffnung mal so ein bisschen bei euch im Hinterkopf. Das war jetzt die 1-Ohm-Wicklung. Und jetzt zeige ich euch dazu, parallel dazu, die Wicklung mit 0,6 Ohm. Und ihr seht schon, da brauche ich gar nicht hinzuzeigen, ihr seht, dass diese Löcher wesentlich größer sind. Das heißt, wenn ihr jetzt eure Ajo zum Dampfen zum Mund führt und haltet sie quasi fast stehend, könnt ihr das Liquid so weit runterdampfen, bis da unten nur noch eine kleine Pfütze ist. Sobald ihr aber die Position verändert, dass also der Liquidspiegel sinkt, dass eine von diesen Löchlein, die ich gerade gezeigt habe, frei liegt, dann könnte es passieren, dass nicht genügend Liquid nachkommt, einmal der Unterdruck auch flöten gehen kann, dass es euch hier oben spuckt und sprödet. Im schlimmsten Fall kann es passieren, dass ihr die Watte verheizt, dass also die Watte angekokelt wird. Und dann passiert das drei, vier Mal und dann könnt ihr den Keul wegschmeißen. Das heißt also, wenn ihr so eine Ego-Ajo betreibt oder auch eben. Es gibt ja auch einzelne Verdampfer mit demselben Prinzip, wo das gleiche gilt mit diesem Keul. Sobald man den fast waagerecht an den Mund hält und da ist nicht genügend Liquid drin, verbrennt ihr da drin die Watte und die Keuls könnt ihr wegschmeißen. Deswegen heißt es auch, beim Neuansetzen eines Keuls sollte man den Verdampfer oder jetzt in dem Fall hier die komplette Ajo mindestens 5 Minuten nach dem Befüllen so stehen lassen, bis dass der neue Keul sich mit Watte vollgezogen hat. Wenn man natürlich hingeht, ja, und man will jetzt nur Liquid auffüllen, dann macht man das oben auf, nimmt sein Fläschchen. Füllt seine Ajo auf. Dabei ist jetzt zu beachten, dass man da ein bisschen Gas gibt, wenn man zu lange wartet, weil der Keul ja schon nass ist. Das heißt, die Watte ist getränkt mit Liquid. Wenn man jetzt zu lange wartet, kann es passieren, dass der Keul überflutet. Und dann geht man einfach hin und schlägt einmal so fester aus. Ich zeige das gleich nochmal in der anderen Perspektive, damit ihr versteht, was ich meine. Und dazu schalte ich wieder zurück. So, da bin ich wieder. Man nimmt also einen Lappen oder Zewa in dem Fall. Die Keul war ja schon feucht. Jetzt hat man aufgefüllt. Kann passieren, dass der Keul überflutet ist. Dann nimmt man einfach ein Zewa, legt das so rüber, dass oben
so ein bisschen frei ist hier oben, so nur rüber, und man macht so. Das heißt, man schleudert überschüssiges Liquid aus dem Keul raus. So, und hier, ich war schnell genug, ihr seht, nur ganz minimal Liquid ist da rausgekommen. So, ich habe es jetzt aufgefüllt mit einem anderen Liquid, was ein bisschen rötlich ist, damit ihr das sehen könnt. So, und jetzt kann ich ruhig so dampfen. Ja, ist immer noch ein bisschen überfüllt. So, da ist jetzt hier drin ein Ohm. Ein Keul mit ein Ohm. Das ist etwas für Neueinsteiger, die noch dampfen oder die Ayo benutzen als Ersatz für eine Zigarette, das heißt Backenhörnchen, Backendampfer, wie sagt man noch, MTL, Mund, ne, MCL, Mund zur Lunge, Mund, ja, Mund zur Lunge, genau, pass auf. Man nimmt es erst in eine Backe. Und dann zieht man es in die Lunge rein. Jetzt kommt drauf an, es gibt Leute, die holen sich die Ayo, haben da einen 1-Ohm-Keul drin und meinen, sie hätten eine Shisha. Weil ein Kollege gesagt hat, du musst das direkt in die Lunge ziehen. Kann man machen. Jetzt ist natürlich bei 1 Ohm auch dementsprechend ein Zugwiderstand. Jetzt habe ich nur eine kleine Öffnung, weil ich eine Stimmbandparese habe. Deswegen habe ich auch so eine bekloppte Stimme. Das heißt, ich habe nicht so einen enormen Zug. Wenn jetzt natürlich jemand, ein junger Mensch oder der keine Probleme hat, so wie ich, und hat hier einen 1 Ohm Keul drin und zieht das in die Lunge, dass dann durch diese beiden kleinen Öffnungen bei dem Keul von 1 Ohm es passieren kann. Muss nicht kann, das kommt immer auf die Zugtechnik drauf an, dass man dann eventuell schon ein Liquidabriss hat und die Watte leicht ankokelt. Das macht man einmal, zweimal, dreimal und irgendwann sagt man, bäh, schmeckt gar nicht. Ja, und dann kann das passieren, dass du alle 2 Tage so einen neuen Keul holst. Was natürlich auch in Geld geht und dann, ja, dann kostet mal eben so eine Dampfe im Liquidverbrauch, sag ich mal, man verheizt den Keul, so ein Keul kostet, ich glaube, etwas über 2,50 Euro, 2,75 Euro, weiß ich jetzt nicht ganz so genau, ich bin keine Verkäuferin. Auf jeden Fall, wenn man dann alle 2 Tage so einen Keul holt, dann ist das teurer wie Zigaretten rauchen. Also rate ich die Leute, die also mit der direkt auf Lunge ziehen möchten oder auch so einen extremen Lungenzug haben, den empfehle ich dann nicht, den Keul zu nehmen mit 1 Ohm, sondern dann eher auf den Keul umzusteigen mit 0,6 Ohm. Dann ist das wesentlich besser, die Löcher sind größer, es kommt besser Liquid nach. Aber immer hier im Köpfchen behalten, solange wie voll ist, kann man ruhig so dampfen. Überhaupt kein Problem. Sollte aber der Liquidspiegel ziemlich weit unten sein und ich sag mal so, bis am Rand von... Da unten, was ist das ungefähr? Na, ihr seht da selber, wo dieser geriffelte Rand ist. Wenn der Liquidspiegel da ist, Leute, nicht so dampfen. Dann passiert auch das bei den 0,6 Ohm. Mit Sicherheit, ihr die Keul verheizt. Also gewöhnt euch als Einsteiger an, nicht so zu dampfen.
Das ist keine Zigarette, die man so, ja, so dampft. Ne? Raucher sagen, die Neuensteiger sagen rauchen. Ja gut, dann rauchen sie eben die E-Wayo. Also nicht so. Gewöhnt euch an, einfach so zu dampfen. Oder eben je nachdem, was ihr für einen Keul da drin habt. Also wichtig, immer im Hinterkopf behalten. Wenig Liquid, fast waagerecht, zerstört den Keul. Also immer schön fast senkrecht halten. Dann seid ihr auf dem sicheren Weg, etwas länger von eurem Colt zu haben. Und wenn ihr unten nur noch einen Stand von 8 mm Liquid habt, wieder auffüllen. Und wenn ihr zu lange wartet, einfach einen Zewa nehmen, oben rüber und dann mal richtig fest ausschlagen, dass das überschüssige Liquid rausgeschleudert wird. Sonst kann es passieren, wenn ihr drückt, dass ihr heißes Liquid auf die Zunge bekommt. Und das ist natürlich nicht angenehm. Ich habe natürlich hier so eine fette Kiste OBS. Dem ist das scheißegal. Ich fülle da sowieso früh genug auf. Die kann ich ruhig fast waagerecht halten. Da kommt immer noch Liquid nach, aber ich dampfe meistens so. Ich hoffe, ich habe dem Einsteiger jetzt mal so einen Tipp gegeben, der dieser Ajo hat oder eine andere Variation. Dieser Ajo gibt es ja mehrere Modelle. Dass ihr länger was von euren Colts habt. Mehr habe ich an sich nicht zu sagen, außer was ich vorhin schon im Video gesagt habe. Man sieht sich morgen, Sonntag, 19 Uhr im Hangout, der alle 14 Tage erfolgt, immer um dieselbe Uhrzeit, immer sonntags. Außer es sollte hier bei mir in der Familie etwas passieren. Man kann es sich schon mal verschieben oder auch gar nicht öffentlich werden. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß an eurer Ajo, viel Spaß mit diesem Gerät vom Zigarettenrauchen wegzukommen. Und jetzt folgt mein Spruch. Alle alteingesessenen Abonnenten kennen ihn schon. Möge der Dampf weiterhin mit euch sein. Bis demnächst auf diesem Kanal, bei einem meiner Videos, einem meiner Hangouts. Tschüss, bye bye, winke, winke. Und vergesst nicht, mein Kanal, nein, da unten, auf den Button klicken, zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst, wenn ich was Neues für euch auf Lager habe. Winke, winke. Tschüss, bye bye, sagt eure Smokewolke, die Diane.